Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Es hat lange gedauert, doch am vergangenen Freitag war es endlich wieder soweit. Die Freien Wähler Landtagsfraktion hat ihren traditionellen Neujahrsempfang abgehalten. 3 bitterzähe Jahre der Corona-Pandemie mussten wir darauf warten. Unsere Geduld wurde allerdings mehr als belohnt, denn die Besucherzahlen sprengten einfach alles, was wir uns je hätten vorstellen können. Erst gingen wir von 600, dann von 800 Zusagen aus. Am Ende kamen mehr als 1000 Menschen zu uns auf den Münchner Nockherberg. Gäste aus Politik und Wirtschaft, den Verbänden, dem Ehrenamt und der Medien. Auch alle unsere Minister und Staatssekretäre waren da. Selten habe ich so viele Hände fleißiger kommunaler Mandatsträger schütteln dürfen und so viele ermutigende Rückmeldungen auf unsere Politik im Landtag erhalten. Es war einfach ein erhebendes Gefühl. Und als ich dann auf die Bühne stieg, um unsere Gäste zu begrüßen, musste ich den riesigen Festsaal am Nockherberg erst einmal auf mich wirken lassen. So viele Multiplikatoren saßen da, denen ich gleich eine unserer wichtigsten politischen Botschaften mit auf den Weg geben konnte. Wir Freien Wähler wollen Erbschafts- und Schenkungssteuer abschaffen. Denn diese Steuern greifen tief in die Vermögenssubstanz von Arbeitnehmern, Mittelstand ein und tragen zur Verschärfung der Wohnungsnot bei. Viele Menschen fürchten im Erbfall, Omas Häuschen verkaufen zu müssen, nur um die Erbschaftssteuer bezahlen zu können. Wir wollen die Menschen vor diesem steuerpolitischen Irrtum schützen. Deshalb finden in den nächsten Wochen viele Informationsveranstaltungen unserer Fraktion statt unter dem Motto Rote Karte für die Erbschaftssteuer. Wann und wo genau, sage ich euch rechtzeitig hier im Wochendurchblick. Danke, dass ihr unseren Neujahrsempfang mit eurem so zahlreichen Kommen zu einem derart erfolgreichen Event gemacht habt. Es war ein grandioser Start in ein politisch äußerst spannendes Jahr. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.